Meine Lieben, hier spricht Annelie von Die Reise zu deinem Sein. Ich bin heute an einem wunderschönen See. Es herbstelt schon ein wenig, noch nicht sehr viel. Und ich möchte über eine Metapher mit euch sprechen, die ich in YouTube gefunden habe von einer englischsprachigen Dualseelenberaterin, die eine wunderbare Metapher selber entwickelt hat oder gehört hat, weiß ich nicht, und auch mit super Bildern unterlegt hat. Ich habe euch das unten verlinkt, da könnt ihr euch das anschauen. Für diejenigen, die Englisch nicht so gut sprechen, werde ich euch jetzt erzählen, was da ungefähr drinnen vorkommt, worum es geht und ja, meine Gedanken auch ein wenig dazu. Und ich denke, ja, diese Metapher hat mir sehr, sehr gut gefallen. So wie jede Metapher hat sie natürlich nicht nur positive oder nicht, trifft sie nicht alles hundertprozentig genau, das gibt es ja nicht. Aber in der Beziehung, wie das jetzt verwendet wird in dem Video, finde ich es super toll und ich werde euch ungefähr sagen, worum es geht. Und zwar, wie ihr jetzt da schon seht, filme ich einen Baum. Ich habe hier einen wunderschönen Baum gefunden. Und in dem Video geht es darum, dass die Dualseelenbeziehung zwischen dem Teil mit der männlichen Energie und dem Teil mit der weiblichen Energie, wie immer man die auf Deutsch nennen soll oder kann, wie eine Symbiose ist oder wie ein System, das zusammen funktioniert. Und sie beschreibt das so, sie fängt an mit dem Samen, der in die Erde gelegt wird. Und das ist ungefähr, meint sie, wenn sich die beiden Menschen im menschlichen Leben treffen, und es geht dann eigentlich weiter, vor allem um die, in erster Linie um die Energie des männlichen, um die männliche Energie von den beiden Teilen, die sich entfalten, die sich entfaltet in den Wurzeln des Baumes. Hier bei diesem Baum jetzt kann man nicht so wahnsinnig viele Wurzeln erkennen, aber ein paar sieht man. Und die meisten sind eben unter der Erde. Und genau darum geht's. Wir können es nicht sehen und nicht erkennen. Die Arbeit der Wurzeln ist die Aufnahme der Nährstoffe des Wassers und das Festhalten des Baumes, dass er nicht umfällt. Und somit bekommt der Baum die Kraft, in die Höhe zu wachsen. Und das alles ist die Aufgabe des Partners mit der männlichen Energie. Und diese Aufgabe ist nicht unwesentlich, aber unsichtbar. Denn die meisten dieser Wurzeln, die man sieht, sieht man nichts. Die sind unter der Erde. Ja, wenn so ein Samen in die Erde kommt, dann bilden sich eben zuerst die Wurzeln aus. Und dann irgendwann ein kleiner Stamm, der nach oben wächst. Später wird es ein Baum, ein Riesenstamm. Und dann kommen die Äste, Blätter, Blüten und so weiter. Das ist die Aufgabe des Partners mit der weiblichen Energie. Und das ist die sichtbare, die ganz vollkommen sichtbare, nach außen sichtbare Aufgabe, die dieser Partner hat. Aber möglich wäre das Ganze nicht ohne die Wurzeln, die in der Erde sind und die Kraft, die dadurch über den Stamm hinaufkommt bis zum Blätterdach. Sie beschreibt das dann so auch, also sie beschäftigt sich offensichtlich viel mit Chakren und
sie beschreibt, dass quasi die drei unteren Chakren, die den Partner mit der männlichen Energie verkörpern, oder dieser Mensch verkörpert die drei unteren Chakren, dann kommt es zum Herzchakra, das wird dann in grün dargestellt, irgendwo in der Mitte, und dann kommt es zu den weiblichen Chakren, also die der Träger mit der weiblichen Energie hat. Und das sind die drei oberen Chakren, die mit dem Erwachen, mit der Verbindung nach oben zu tun haben. Und im Herzchakra, in der Mitte, zwischen den drei oberen und den drei unteren, da treffen sich die beiden Energien im besten Fall, im optimalen Fall, wenn alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Ja, der obere Teil, der bist also du wahrscheinlich, der darf seine Lebensaufgabe finden, suchen, finden. Der trägt die sichtbaren Veränderungen in sich und irgendwann auch Früchte. Aber diese Früchte entstehen eben nicht nur aus dem oberen Teil des Baumes, sondern ganz, 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 ganz wesentlich aus dem unteren Teil, aus den Wurzeln. Und das gefällt mir eigentlich am besten an dieser Metapher, dieses gemeinsame Zusammenarbeiten, auch von jemanden, den man vielleicht gar nicht sieht, der aber vorhanden ist und der dir als diejenige, die beginnt, ihre Lebensaufgabe zu leben, die Früchte zu ernten, auszubilden, weniger zu ernten, sie auszubilden, der gibt dir diese Kraft. Ohne ihn wäre das alles gar nicht möglich. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch dieses Video unten. Wer Englisch kann, kann es direkt verstehen. Und sonst, es ist ungefähr das, was ich jetzt gesagt habe. Und es sind ganz, ganz schöne Bilder, Animationen in dem Video. Diese Frau, die den Kanal hat, macht das wunderbar schön. Deshalb habe ich es mir auch angeschaut. Das Thema hat mich gar nicht so gereizt, aber ich habe es mir angesehen und habe gedacht, wow, das ist ein ganz schöner Vergleich, eine Metapher. Wie gesagt, sie kann nicht hundertprozentig sein, aber sie trifft sehr, sehr gut. Und ja, ich hoffe, es bringt euch auch was. Ich finde es sehr schön, sehr erfreulich, dieses Gefühl, mit jemandem verwurzelt zu sein, der Kraft und Energie spendet, auch wenn er unsichtbar ist. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und ich freue mich bis bald auf ein neues Video. Eure Annelie.